Moin Mädels und Jungs. Moin. So, wir sind wieder auf dem Weg. Wir haben jetzt unsere Zelte in Urmitz abgebrochen. Das war so schön, da haben wir noch mal einen Tag dran gehangen. Genau, wir haben einen Ruhetag eingelegt, wegen mir. Für den Hund. Und für den Hund. Nein, ich brauchte mal einen Ruhetag, um nichts zu tun. Und wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Mosel, Richtung Zell. Und jetzt müssen wir gerade hier mal den Weg finden, dass wir unten an der Mosel entlang fahren. Mike's Navi hat ihn über Autobahn geführt. Ich habe für ihn jetzt woanders lang gucken, ob wir da irgendwie... Der landschaftlich schönere Teil. Ob wir da ankommen. Aber es läuft. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, der Platz war schön. Bisschen nass von oben. Leider. Ja, viel geregnet. Ja. Aber ansonsten war es ein schöner Platz. Gut. So, jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, nach Zell. Und dann erkunden wir einmal die Mosel. Immer schön an der Mosel längs. Mal gucken, genau. Vielleicht kann du musst man ja jetzt was nach rechts. Schönes sehen. Jo. Bis denn, würde ich mal sagen. Tanjas Club ist hier, für alle, die es wissen wollen. Hier ist Tanjas Club, ab 14 Uhr geöffnet. So ein kleines, unscheinbares rotes Schild oben rechts. Ja, jede Menge Weine. So, wir fahren jetzt gerade durch Nähren. Nee, sehr schön, kann man sehr gut fahren. Immer ist direkt an der Mosel lang. Immer Blick auf die Mosel, die unserer Meinung nach schon recht voll ist. Ja, also
ich will mal so sagen, wenn das ein bisschen taut in den Bergen, ne? Wenn der Schnee aus Oberstaufen zu uns hier runter. Also dann ist hier Land unter. Jo. Wir haben auch schon blauen Himmel gesehen. Es hat aufgehört zu regnen. Ja. Sieht auch gleich ganz viel freundlicher aus. Ja. Na, sehr schön. Wir fahren jetzt mal zum Kollegen Alf. Durch Alf durch. Ja. Und dann sind wir auch schon fast da, ne? Städtchen hier gehen, das Örtchen namens Zell. Nein, Kleist. Nee. Keimt. Keimt. Ist ein Stadtteil von Zell. Oh, ist ein Stadtteil von Zell. Also, dann gehen wir jetzt erstmal in den Stadtteil von Zell namens Keimt. So, dann wollen wir mal gucken, was die da so zu bieten haben. Korrekt? Korrekt. Bereit, fähig und willig? Lass losgehen. Aber hier, guck mal. Hier. Blau. Ja. Ja. Alles blau. So, komm, dann lass uns mal gehen, bevor es gleich wieder so stockfinster ist. Bitte? Fahren wir jetzt mit Bus. Ist auch keine Bushaltestelle da, oder? Irgendwo da oben muss alles sein, glaube ich. Dann müsste das ja schon Zell sein, ne? Genau. Das ist. Wir stehen hier direkt neben dem Weingut Treis. Das ist der Collis-Turm zu
zur Mosel. Da werden wir morgen Vormittag mal hingehen. Wir bleiben jetzt erstmal hier links moselig. Wie sagt man denn hier? Ja, wir bleiben erstmal links. Da ist Zell. Alles Zell? Ja, das ist. Da hinten ist Zell. Und wir gehen ja jetzt nach. Schon wieder vergessen. Wir sind Keimt. Das ist hier. Achso, da ist doch diese Wohnsiedlung Keimt oder wie auch immer. Aber ist auch sehr schön. Stadtteil von Zell. Stadt, ja, sagten wir ja schon. Aber der Turm, der interessiert mich. Da möchte ich morgen mal hin. Aha. Aha. Machen wir. Machen wir. Und ihr seid dabei. Was ist denn dann Schnickschnack? Alles um Wein wahrscheinlich. Alles um rund Wein. Um Wein. So ein Schnickschnack eben. Finde. So, das ist der runde Turm. Und da oben ist der Collins-Turm. Da ist der Collins-Turm. So, und dann müssen wir mal gucken, dann müssen wir mal schauen, ob die müden Knochen einen da hochtragen. Mein Schätzchen ist schon wieder beim Wein. Ja, da müsste ich doch mal jetzt einen Wein mitnehmen. Wein. Zum Wohlsein. Zeller schwarze Katz. Der ist lecker. Riesling, kannst du mir mal die Flasche geben? Riesling Hochanbau. Hochanbau. Ja, ja. Nicht tief. Nee, Hochlagen. Hochgewächs. So. Zeller schwarze Katz. Halbtrocken. Ein Riesling Hochgewächs. 2018. Was Frisches. Jo. Den haben wir jetzt aber nur mal so morgen. Im Vorbeigehen haben wir den mal so mitgenommen. Morgen wollten wir mal schön eine Weinprobe machen. Mhm. Und die liefern ja auch zum Stellplatz. So, in diesem Sinne, ich probiere nochmal. Das. Der hat richtig Geschmack, ne? Der ist lecker. Nicht so viel Säure und so, ne? Der ist lecker. Du, weißt du was? Schöner Abschluss, oder? Ja, wir sind jetzt richtig gut gelaufen. Wir wünschen euch eine schöne, gute Nacht. Ja. Bleibt sauer, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise morgen früh. Genau. Wir wollen ja noch auf diesen runden Turm und diesen Zell, Trille. Ich hab Bein und... Zellturm. Egal. So, wir sagen für heute aber jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss für heute. Gute Nacht. Gute Nacht.